Unsere Klima ist ausgefallen. Wir müssen ja irgendwie gucken, wo man bleibt. Ihr wisst, ich muss euch das eigentlich gar nicht mehr erklären. Spontanität über Spontanität. Wir haben einen Kollegen hier aus Oldenburg. Der ist auch derzeit in Istanbul unterwegs. Deswegen dachte ich mir, komm, wir treffen uns mit dem. Werden mit dem ein bisschen rausgehen. Wissen, warum wir uns mit dem treffen? Er hat Auto. Das ist der einzige Grund. Deswegen, wir werden jetzt gleich nach Taksim fahren. Dann werde ich euch ein bisschen Taxi mitnehmen. Taksim ist eigentlich so die geilste Gegend in der Türkei. Da kannst du wirklich alles machen. Da ist Leben, da sind Menschen. Jeder Laden hat auf. Du kannst dir Sachen kaufen. Wir haben keine Süßigkeiten. Wir wollten eigentlich über GTL bestellen. Aber jetzt haben wir überlegt, machen wir das einfach über Taksim, dass wir da einfach irgendwas kaufen. Ich könnte eigentlich vom Ding her wieder ein paar Fragen beantworten. Das kann man eigentlich immer dann machen, wenn man quasi die Zeit gerade dafür hat. Und jetzt warten wir so oder so. Deswegen kann ich das eigentlich machen. Oh. Der Kollege ist in 10 Minuten da. Ich wollte eigentlich jetzt in der Zwischenzeit, während wir auf den Kollegen warten, eigentlich ein paar Fragen beantworten über Insta. Aber ich habe mir überlegt, ich werde einfach posten, zeig mir, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann schreiben die Leute zum Beispiel dein 10. Bild in der Galerie. Und dann werde ich das euch quasi zeigen, weißt du? Einen, Junge, ich bin so kreativ. Hallo. Tschetschenski? Ah, Mohamed Ali wieder am Apparat. Kleines Problem, ich habe gerade eben noch einen Anruf bekommen. Ich war gerade voll abgelenkt. Ihr wisst das gar nicht, ne? Ich habe Cut bekommen, ich wurde geschlagen. Ich blinzel dreimal, wenn es mir nicht gut geht. Zeig mir, wenn du willst, ein peinliches Bild. Dafür muss ich meine Galerie. Walle, hör auf mich zu kitzeln. Ich suche hier gerade ein Bild. Peinliches Bild, peinliches Bild, peinliches Bild. Wo bist du? Hier habt ihr eins. Die nächste Sache, die ich zeigen soll, dein Bild vom 24.05. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt irgendwelche Daten eintragen kann. Ich habe einfach kein Bild vom 24.05. Ich habe nur eins vom 25.05.2021. Und das ist das Bild hier. Einfach von meinem Smart. Ich weiß nicht, warum ich die Felge fotografiert habe. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall einmal ganz kurz fertig machen. Jungs, wichtig, wir müssen uns anziehen, der Kollege ist unten. Ich beantworte die Fragen dann einfach später. Im Laufe der Nacht. Die Nacht beginnt jetzt erst. Habt ihr Bock auf Gläserrücken heute Nacht? Frauenschwarm in Person. Einfach Frauenschwarm, Digga. Aus Oldenburg. Gehst du vorne? Ja. Du bist wie ein Sechser im Lotto, ne? Echt? Weil du ein Auto hast hier in Istanbul. Was treibt dich eigentlich alleine hier hin? Ey, war so abgefuckt. Ich wollte unbedingt Urlaub. Hast ja perfektes Wetter, will schnell mit Regen. Aha. Wir werden live rausgezogen. Oh, ich weiß auch nicht, wie die mit Kameras draußen sind. Ne? Mach schon mal. Nein, aber. Also, das war die erste türkische Verkehrskontrolle. Ey, ich schwör. Überleg mal, ne, wie die hier kontrollieren. Die kontrollieren nach dem Ausweis. War das auch deine erste? Ich schwör ja. Die kontrollieren nur nach dem Ausweis und dann schicken sie dich weiter. Bei mir, nach meinem Pech ist es immer so, die halten mich an, kontrollieren Ausweis, Führerschein, Fahrzeugschein und danach muss ich Alkoholtest machen. Ich weiß nicht, ob man mich hört, wir befinden uns auf jeden Fall jetzt gerade im Taxi. Wäre das aber nicht so optimal. Also es ist übertrieben viel Regen. Ich habe sogar überlegt, ob ich die Kamera einfach im Auto lasse. Man weiß ja aber nie, am Ende ist die Scheibe kaputt und die Kamera ist weg. Eben, Sendersnami. Das ist, ich habe dir doch immer erzählt, dass es da Leute gibt, die an der Straße stehen und dich ansprechen und sagen, ja, ey, Kaffee, dies und das. Ja. Komm rein und dann setzen sie dir Frauen an den Tisch, ja, bringen dir ganz, ganz viele Flaschen. Du willst es eigentlich nicht. Ja. Die bringen dir eine Rechnung von 3.000 bis 5.000 Liter und du musst es zahlen. Du bist ja gezwungen, das zu zahlen. Aber der zum Beispiel kam irgendwie voll sympathisch rüber. Deswegen auch kleiner Tipp von mir, wenn irgendwelche Leute euch auf der Straße ansprechen oder so, fallt nicht in die Falle rein. Die Leute gucken mich hier an, die denken sich Blogger und so. Bro. Video fotografen. Wie ist es? Hat uns nicht? Astor Schreger. Mr. Schreger. From Qatar. Here the number one. What's your name? Alles gut. Ja, Schedio. Jetzt einfach alle reinziehen. Er macht ein paar Videos mit der Kamera. Wie heißt es? Dann kann ich gucken. Dennison. Komm, mach mal ein Foto hier von uns beiden. Ey, aber warte mal, ich hol dir mal jemanden, der wird, die wird ausflippen, wenn sie dich sieht. Echt? Na, wirklich. Kennt sie Dennison? Die kennt Dennison richtig gut. Mann. Wirklich meine Freundin, aber ich, wie gesagt. Ey, das wäre jetzt was, ja? Warte mal, das ist richtig geil. Vielleicht kennst du sie auch. Die macht auch TikTok ganz viel. Baby, guck mal, wer hier ist. Dennison, kennen Sie ihn? Hallo? Okay, weg quasi. Kennen Sie Dennison nicht? Doch, Baby. Kennst du Dennison, oder? Die ist geschockt. Okay. Sprachlos. Dennison, kennst du nicht Dennison? Du sagst. Baby, das ist nicht Dennison. Was? Ach, warte mal. Sie macht ja auch TikTok, ne? Ja, genau. Ah, okay. Das ist die macht aktuell mit Bären und so. Ach so, das hast du einfach so auf die reagiert im Stream. Freundin so. Ist deine Freundin, ne? Ja. Na, Mann. Willst du irgendjemanden grüßen? Grüß mein Freund. Wie heißt du nochmal? Dennison. Warte mal. So kann doch auch der Tag perfekt starten, ne? Seid ihr noch hier oder was macht ihr? Wir sind noch ein bisschen unterwegs. Erkunden noch ein bisschen die Straßen. Wir sind morgen noch da, dann fliegen wir zurück. Bisschen das Wetter ausnutzen. Ja. Hau rein. Achso. Ich wollte kurz auf den Kollegen warten, der wollte doch wechseln. Achso, nee, der meinte, der kann kein Geld wechseln. Er hat sich gesehen, er meint typisch Araber, die wollen nur Geld wechseln. Hallo. Tabi, Abi. Kalt. Digga,
Hört ihr das? Ah, Mann, ich bin gerade bin im Lenkrad schon. Jetzt die Frage, ne? Das Ding sieht ja noch relativ modern aus, ne? Das ist entspannt, du hast hier sogar noch Touch. Und dann bringt er noch eins aus dem Mittelalter. Das ist das hier. Bro, ist einfach eine Heizung aus der Türkei, Digga. Einfach eine Heizung. Das Ding ist, ich konnte eben nicht weitermachen. Ich wollte eigentlich ein bisschen draußen filmen und so. Aber das Wetter hat ein bisschen reingeschissen. Deswegen dachte ich mir, komm, mach ich das jetzt. Hier hat jemand geschrieben, zeig mir dein letztes Bild. Das heißt, das letzte Bild aus meiner Galerie. Vielleicht wird es mir zum Verhängnis, vielleicht auch nicht. Letztes Bild. Aha. Das ist eigentlich ein richtig unspektakuläres Bild. Das ist so eine Immobilienseite. Muss ja auch irgendwie mein Geld waschen, ne? Anders geht das ja nicht. Nächste Sache von Ubaid. Dein Trainingsablauf in Klammern Thai-Boxen. Das Ding ist, jetzt muss ich einmal ganz kurz überlegen. Das Video wird wahrscheinlich eher online kommen als das andere Video, obwohl wir das andere Video schon vorher gedreht haben. Deswegen kommt das Video mit dem Training, mit dem Muay Thai Training noch online. Also es ist noch nicht online, sondern es kommt noch online, wenn ihr das Video gesehen habt. Es war auch ein geiles Training. Deswegen, wir haben uns da selber ein bisschen unterschätzt. Wir wollten eigentlich nur anderthalb Stunden, maximal zwei Stunden trainieren. Und wir waren wie lange trainieren, Jungs? 3,5. Nochmal im Chor? 3,5. Im Chor, Jungs? 3,5. Das war schon heftig. Deine letzte WhatsApp-Nachricht. Ihr seid schon echt so eine kleine Stalker, wenn man überlegt, ne? Ich gehe jetzt auf WhatsApp rauf. Das kann mir aber auch wieder zu Verhängnis werden. Datenschutz und so. Ich kann euch aber irgendwie eine andere Nachricht zeigen. Ihr kann mir mal kurz schreiben, damit die Nachricht aktuell ist. Aktuellste Nachrichten. Hier schreibt jemand, zeig mir deinen aktuellen Zustand des Büros. Hier ist sogar ein aktuelles Video, wie das gerade aussieht. Also jetzt gerade ist es aktuell in einem Top-Zustand, ne? Vor zwei Tagen war es die Hölle. Einfach reinster Messi-Chaos. So sieht das quasi aus. Also es ist viel mehr Platz entstanden. Und guck mal, ich sag euch ehrlich, da war ja nicht mal so viel Müll, ne? Also es war ja, viele stellen sich unter Müll immer so, keine Ahnung, Pizzakartons oder, keine Ahnung, offene Dips oder so vor. Aber bei uns war halt echt nur Pfandflaschen, viele Kabel, sehr, sehr viele Kabel und noch irgendwelche Pakete, die ich geöffnet hatte im Stream, deren Papiere so. Nächste Sache, die ich zeigen soll, mein Kleiderschrank. Das kann ich auch gerne machen. Zeig mir deine Glatze von oben. Auch gut, zeig mir dein WhatsApp-Profilbild. Geh mir einmal auf WhatsApp, zack, ganz schlicht aus dem Auto. Ach ja, die Tasche wurde mir geklaut. Also ich sag mal so, hier sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen, aber ich spare mir die auf jeden Fall für ein separates Video auf, weil hier lese ich auch oft dein Büro und was weiß ich was. Also ich werde das in Hamburg auf jeden Fall nochmal machen, dass ich das posten werde und dann zeige ich euch quasi die Sachen live direkt vor Ort. The show must go on, ne? Wie man es in Englisch sagen würde.